Bevor Rolf Eden kommt, ein kleiner Abstecher woanders. Würde dich auch interessieren, weil es um Ball geht, es geht um Tanzen wieder. Ja, unser Reporter Hermes war zum Abschluss der Ballsaison, hat er einen hochinteressanten Ball besucht, und zwar den Gewichtheberball. Und hier ist sein Beitrag. Ladies and Gentlemen, let's get ready to rumble! Ich habe angefangen im Fitnesscenter, weil ich früher eher Bratis hoch war. Da war ja so ein Grillfest und da habe ich dann den Vizebürgermeister von Tulln kennengelernt. Ich habe eigentlich in meiner Jugend daheim eigentlich alles niedergerissen. Ich habe immer DVD hochgekommen und was weiß ich nicht. Das heißt, Sie könnten mich sowohl reißen als auch stoßen, locker nehme ich sogar. Wahrscheinlich. Ich bin 25 Mal Meister der Meister, bei mir im Verein. Nebenbei bin ich dreimal Weltmeister. Das ist aber nicht das Balloutfit, oder? Nein, noch nicht. Es wird dann noch angelegt. Outfit und Ohren wurden angelegt, denn ab 21 Uhr steppte der Bär im Schutzhaus. Sind die Gewichtheber gute Tänzer? Ich glaube schon, ja. Also wenn man doch ist doch ein harmonischer Sport. Man beherrscht den Körper, man kann es mit einem Handel bewegen, kann man sich sicherlich mit einer Frau auch bewegen. Handel und Frau sind sich ihre Handhabung betreffend also sehr ähnlich. Ich gesellte mich zur Stämmerfamilie Münner und versuchte, meine Ballkönigin zu finden. Ja, ja. Vorsicht! Deswegen heute mir lieber einen Zehner. Ist der Anzug noch ein schwarz statt weiß? Lass die Träume leben. Der Anzug blieb weiß und die Träume lebten. Lass die Träume leben. Ist der neue Tanzer. Mit Gewichtheberinnen würde ich auch mal gerne tanzen, auch mit Gewichthebern. Und der Mann, der jetzt gleich zu uns kommt, hat sicher schon mit Gewichtheberinnen getanzt.